Unsere heutige Vortragende ist Birgit Rother. Sie hat an der Universität Wien Biologie studiert und an der Universität für Bodenkultur Wien Wildtierkunde und Wildtierökologie gleich mitbelegt. Und das Studium hat sie dann 2008 abgeschlossen und bereits während des Studiums hat sie sich im Tier- und Naturschutz sowie in der Wissenschaftskommunikation engagiert, darunter zum Beispiel auch in einem Praktikum in Island zur Erstellung eines Foto-ID-Katalogs. Ich schätze mal von Wahlen, der Organisation von Umweltbildungsprojekten und Naturführungen im Verein der Freunde der Berchtesdorfer Heide, wo sie auch ein Monitoring des europäischen Ziesels durchgeführt hat oder auch als Organisatorin von Fledermausführungen für die Stadt Wien oder als Museumspädagogin im Naturhistorischen Museum Wien. Also hat da sehr, sehr viel Erfahrung sammeln können. Und nach dem abgeschlossenen Studium war sie dann technische Assistentin an der Veterinärmedizinischen Universität Wien in einem Haselmausprojekt, bevor sie dann eben bei den österreichischen Bundesforsten zuerst Naturraummanagerin wurde, wo sie dann eben auch für Citizen Science Aktivitäten zuständig war und dann 2018 bis heute auch als Forschungskoordinatorin im Nationalparkbetrieb Donauau. Also man sieht sehr viel Erfahrung im Bereich Citizen Science, im Bereich Wissenschaftskommunikation auch. Und wir freuen uns schon sehr auf den Vortrag von Birgit. Und eine kleine Info vorab: Während des Vortrages wird Birgit die Kamera ausschalten, um eine stabilere Verbindung zu gewährleisten. Wir vernetzen uns hier ja eher jetzt ins ländliche Gebiet und wird sie dann aber nach dem Vortrag wieder für die Diskussion einschalten. Und damit, liebe Birgit, möchte ich dir das Wort übergeben. Vielen Dank, Daniel. Daniel, Florian, vielen Dank für die Einladung und die Möglichkeit, über den Baumschläfer sprechen zu können. Einer der absoluten Lieblingstiere. Genau, und ich werde auch gleich mein Video anhalten und den Baumschläfer mit Ihnen, mit euch teilen. So. Und ich hoffe, es klappt jetzt. Ja, Trotz man der sieht nicht alles ganz so super. stabilen Verbindung. Vielen Dank. Genau, bitte einfach um einen Zwischenruf, wenn da irgendwas haken sollte. Ja, das Projekt, von dem ich heute erzählen darf und auch sehr gerne das tue, heißt Waldflächen für den Baumschläfer, Kartierung, Maßnahmenplanung und Bewusstseinsbildung. Ein sperriger Titel, der nicht für die Öffentlichkeit gedacht war, sondern für die Einreichung bei einem Förderungsprogramm. Ganz genau war das das LE-Programm der Europäischen Union und wir haben diese Förderung bekommen, glücklicherweise. Und das ist sozusagen der finanzielle Boden, auf dem wir wachsen. Dieses Förderprogramm stützt uns und trägt fast alle Kosten, die in dem Projekt anfallen. Und das sind gar nicht so wenige, wenn man sich entschließt, ein Forschungsprojekt für Citizen Science zu öffnen. Es ist nämlich überraschenderweise nicht weniger Arbeit und es ist auch ganz sicher nicht billiger. Aber es wird dadurch deutlich besser. Und deswegen haben wir diesen Schritt gewagt. Ja, wir sind nicht die Einzigen, die in dem Projekt beteiligt sind. Mit wir spreche ich jetzt von meinen Arbeitgebern, von den österreichischen Bundesforsten, sondern es gibt auch noch zwei Partnerorganisationen. Zum einen das Büro Apodemos und zum anderen den Naturschutzbund. Und wie diese Organisationen involviert sind, verrate ich dann gleich ein bisschen später noch im Detail. Genau, aber gleich einmal zum Protagonisten unseres Projekts, zum Projektsubjekt schlechthin. Das ist er, der ominöse Baumschläfer, Triomys nitedula intermedius. Ganz genau gesagt ist es nämlich sogar eine eigene Unterart, die wir in Österreich haben, den sogenannten Tiroler Baumschläfer, der, wie der Name schon sagt, zum ersten Mal in Tirol gefunden wurde und ein ganz enges Verbreitungsgebiet haben dürfte. Er unterscheidet sich von den anderen Baumschläfern Europas auch optisch ein bisschen. Er ist ein bisschen anders gefärbt, er ist ein bisschen kleiner. Ob er sonst noch Besonderheiten hat, zum Beispiel was seine Lebensraumbedürfnisse angeht, versuchen wir unter anderem mit diesem Projekt herauszufinden. Genau, aber zuerst einmal müssten wir ihn finden. Das ist unsere Hauptaufgabe. Und das könnten wir theoretisch in ganz Österreich. Da sieht man, dass das Verbreitungsgebiet allgemein auf der linken Seite und auf der rechten Seite dann noch ein bisschen hineingezoomt im Detail in Europa. Es ist eine etwas eigenwillige Verbreitung, die der Baumschläfer da zutage legt, die ich nicht ganz erklären kann. Also er hat ein eigenartig fleckiges Verbreitungsgebiet, vor allem dann in Osteuropa und in Asien.
Das ist nicht eindeutig durch Lebensraumanforderungen zu erklären. Er kann nämlich theoretisch überall dort vorkommen, wo es Gehölze gibt. Das ist der einzige gemeinsame Nenner, den es gibt. Er braucht irgendwelche Strukturen, um darauf klettern zu können und sich davon zu ernähren. Der Baumschläfer frisst hauptsächlich Pflanzenteile, also alles, was da so anfällt, Blüten, Knospen, Nüsse, Beeren. Und in einer Zeit, wo das irgendwie knapp ist, auch gerne Insekten. Also damit kann man zum Beispiel im Frühsommer, wenn die Beeren noch nicht reif sind, kann man ganz gut eine Nahrungsknappheit überbrücken. Am liebsten der Literatur nach mag er Laubmischwälder, am allerliebsten solche, die sich irgendwo in der Nähe von einem langsam fließenden Gewässer befinden, also zum Beispiel ein Auwald oder gerne auch irgendeine Randgehölzvegetation entlang eines Flusses oder auch vielleicht irgendein zugewachsene oder am Rand einer Moorfläche. Also all das wären so Bilderbuch-Baumschläfer-Habitate. Zumindest ist es in den Büchern so beschrieben. Ob wir diese Erfahrung auch gemacht haben, davon später mehr. Womit könnten wir den Baumschläfer verwechseln, wenn wir ihn suchen? Es gibt in Österreich noch drei andere Bilche. Zu dieser Tierfamilie gehört er, Bilche oder Schläfer. Der bekannteste von dieser Artengruppe in Österreich ist wahrscheinlich der Siebenschläfer. Die kleinste Art ist die Haselmaus. Und dann gibt es noch einen Schmucken, den sogenannten Gartenschläfer, der allerdings auch nicht nur in Gärten vorkommt und der in Österreich wahrscheinlich seinen Verbreitungsschwerpunkt vor allem ganz im Westen hat. Der Gartenschläfer ist ein bisschen größer als der Baumschläfer. Also der Baumschläfer ist der zweitkleinste. Der ist ein bisschen größer nur als die Haselmaus. Was heißt ein bisschen größer? Ungefähr so lang wie ein Finger. Also diese Tiere passen ganz locker in eine Handfläche, sind also wirklich sehr, sehr klein. Und wie alle Schläfer haben sie eine namensgebende Verhaltensweise, der frönen sie sehr ausgeprägt, nämlich wirklich einem langen Winterschlaf. Da sieht man einen Baumschläfer im Winterschlafnest, eingerollt in die typische Schlafmaus-Schlafposition, mit diesem Kuschelschwanz um den Kopf gewickelt. Der verrät nämlich auch gleich das Schwänzchen, dass es sich eben um keine Mäuseverwandtschaft handelt, also obwohl sie auch so klein sind und mausähnlich ausschauen, haben sie mit den Mäusen im engeren Sinn überhaupt nichts gemein, also sind da nicht näher verwandt, ist eine ganz eigene Tiergruppe. Und die meisten von denen haben eben diesen buschigen Schwanz. Also wenn man irgendwas durch den Wald huschen sieht, ist ein dezenter Blick aufs Hinterteil das beste Bestimmungsmerkmal. Apropos durch den Wald huschen, normalerweise bewegen sie sich vorwiegend kletternd fort. Sie sind gerne irgendwo in luftigen Höhen unterwegs, auch gerne dort, wo es besonders dicht ist und wo man normalerweise als Spaziergänger auch nicht so gerne vorbeikommt. Dicht, dornig, struppig, stachelig, das ist natürlich ein Mechanismus, um vor Feinden sicher zu sein. Das könnte beispielsweise eine Eule sein. Um noch ein bisschen sicherer zu gehen, sind die meisten Schläfer nur nachts unterwegs und dann halten sie eben auch noch sehr, sehr lange Winterschlaf. Das heißt, eine Suche nach dieser Tiergruppe gestaltet sich auf den ersten Blick als ziemlich schwierig. Warum will man dieses Unterfangen also angehen? Was hat uns geritten, das zu versuchen? Zum einen gibt es tatsächlich eine rechtliche Rahmenbedingung. Die Haselmaus und der Baumschläfer sind FFH-Arten, also stehen auf der Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie der EU in Anhang 4 gelistet. Das bedeutet, es sind streng zu schützende Arten von gemeinschaftlichem Interesse, für die zum einen ein absolutes Störungsfang-Tötungsverbot besteht, zum anderen auch eine Monitoringpflicht oder Berichtspflicht, besser gesagt. Alle 6 Jahre müssen wir an die EU-Kommission Bericht legen, wie es denn um den Erhaltungszustand dieser Arten bestellt ist. Wie macht man sowas, wenn man nicht weiß, wo sie sind? Gute Frage. Das ist natürlich nicht wirklich, fußt natürlich nicht immer auf guter Datengrundlage. Oft wird dann in solchen Fällen, wenn man es nicht genau weiß, die sogenannte Expertenmeinung herangezogen. Da wird also dann einfach von Expertinnen und Experten zu diesen Artengruppen ein Urteil abgegeben, wie es denn höchstwahrscheinlich um den Erhaltungszustand bestellt ist. Das hört man vielleicht schon zwischen den Zeilen. Ich bin
Ich bin da selbst schon einmal gefragt worden, so eine Expertenmeinung abzugeben. Ich bin trotzdem kein großer Fan der Methode. Ich glaube, das schaffen wir besser. Und das beantwortet vielleicht auf einer ganz persönlichen Ebene die Frage, warum sollte man nach diesen Tieren suchen? Ich bin ehrlich verblüfft. Ich beschäftige mich jetzt schon seit über 10 Jahren mit dieser Artengruppe und ich wundere mich, dass so charismatische Tierarten, also ich meine, die sind ja nun wirklich herzig, das kann man ihnen einfach nicht abstreiten, trotzdem, dass da trotzdem wirklich eine breite Ahnungslosigkeit herrscht, wo es die überhaupt gibt, wie viele von denen, also von dichte Schätzungen ganz zu schweigen, wie es denen geht. Also ein bisschen plakativ ausgedrückt, wir wissen wahrscheinlich mehr über den Schneeleoparden, als wir es über die Schläfer bei uns in Österreich tun. Und das finde ich auf einer jetzt wirklich was ganz, ganz, ganz persönliche Bemerkung einfach ein bisschen peinlich. Das ist nämlich ein typisches Faunenmerkmal unseres heimischen Mischwalds. Also wir tragen gerade in Österreich eine besondere Verantwortung für den Lebensraum und da möchte ich meinen Arbeitgeber, die Bundesforste, natürlich auch nicht ausnehmen. Waldbewirtschafter sind sozusagen untrennbar mit dem Fortbestand von dieser Artengruppe verbunden. Man kann durch die Waldbewirtschaftung die Art sicherlich fördern, man kann ihr sicherlich Unheil angedeihen lassen. Und es ist ganz klar, dass diese Schläfer einfach nur dort leben können, wo es eben Gehölze gibt. Das heißt, jeder, der ein Gehölz hat, muss jetzt nicht einmal ein Waldbesitzer sein, auch jeder Gartenbesitzer, jede Gartenbesitzerin, die eine Hecke hat, könnte theoretisch sozusagen einer seltenen Tiergruppe hier Herberge gewähren. Aber woher kann man das wissen, wenn man nicht danach sucht? Folglich so ein Projekt. Und das Gute ist oder das Schöne ist, wenn man solche Schläfer findet an einem Waldstandort oder in einer Hecke, dann kann man sich auch gleichzeitig sicher sein, dass man da was richtig gemacht hat in der Bewirtschaftung. Die eignen sich nämlich irrsinnig gut als sogenannte Umbrella Species für artenreiche Waldstandorte. Damit ist gemeint, dass wenn man eine Haselmaus oder einen Baumschläfer schützt, man eine ganze Reihe an anderen Arten gleich mit schützt, weil sie nämlich ganz spezielle Anforderungen an den Lebensraum haben. Und da muss ich ein bisschen indiskret auf ihre Verdauung eingehen. Die Haselmaus und der Baumschläfer haben nämlich nicht wie andere Pflanzenfresser ein sozusagen Helferlein wie Endosymbionten im Darm, die ihnen helfen, Zellulose aufzuspalten. Andere Pflanzenfresser haben das und die können so eben diese holzigen, diese langkettigen Moleküle von Pflanzenfasern aufspalten. Das können die nicht. Sie sind da eben physiologisch anders gebaut und deswegen sind sie auf eine Vielfalt anderer Nahrungsquellen angewiesen. Also sie müssen eben ständig irgendwas anderes fressen, weil allein von Blättern könnten sie nicht satt werden und könnten sie sich auch nicht einen Winterspeck anfressen. Und da muss gewährleistet werden, dass über den ganzen Jahresverlauf, also in der Früh, im Frühling, im April kommen sie aus ihren Winterverstecken und dann muss es das ganze Jahr blühend und fruchtend und nusstragend in einem Lebensraum weitergehen oder es muss eben eine Insektenvielfalt geben zumindest, damit sie überleben können. Und solche artenreichen Lebensräume kann man sich schon vorstellen, davon profitieren natürlich nicht nur die Schläfer, sondern eben auch viele, viele andere Tiergruppen. Und natürlich ist dort auch Pflanzenvielfalt allgegenwärtig. Also ein absolutes Gütesiegel, wenn man einen Schläfer im Garten hat. Warum versuchen wir es mit Citizen Science? Ich habe vorher schon so ein bisschen angesprochen, es ist ja nicht unbedingt einfacher. Wir haben bei unserem Citizen Science Projekt tatsächlich einen recht großen Aufwand. Wir wussten auch schon, worauf wir uns einlassen. Wir haben nämlich schon einmal ein Citizen Science Projekt mit Schläfern gestartet. Da sieht man diese Hand, meine Hand, die da reinkommt von der rechten Seite mit Fraßspuren an Haselnüssen. Und wir haben 2009 einmal zu einer großen Nussjagd ausgerufen, wo wir eben diese charakteristischen Nagespuren von Haselmäusen an Haselnüssen gesucht haben. Und das hat auch ganz gut funktioniert. Und ist auch durchaus eine Methode, die wir weiter folgen wollen. Und es ist auch aus diesem Projekt dann ein Langzeitmonitoring-Projekt gewachsen, das jetzt schon über 10 Jahre Bestand hat. Wir haben auch in diesem Projekt die Öffentlichkeit erstmals eingeladen, wirklich
teilzunehmen an einem Forschungsprojekt, nicht nur jetzt im eigenen Garten, sondern auch auf unseren Flächen, auf Flächen der Bundesforste, wo wir Nistkästen installiert haben. Das sieht man ganz links, einen Citizen Scientist, der hier einen Haselmaus-Nistkasten betreut und da tatsächlich monatlich reinschaut auf tierische Bewohner und das dann eben ja, dokumentiert und sehr, sehr wertvolle Daten liefert. Gerade was eben so Populationsentwicklung betrifft, ist es für uns unumgänglich zu wissen, was passiert über den Jahresverlauf. Und wir haben in diesem Projekt festgestellt, dass da wirklich eine Vielzahl an Personen, die mithelfen, viel, viel bessere Daten zustande bringt, als wir jetzt alleine in unserem kleinen Team. In der Mitte sieht man nämlich so ein bisschen ein Abbild, ein Stimmungsbild von einer klassischen Haselmaus-Suche, wenn man da so rausgeht in den Wald. Auf diesem Bild befindet sich eine Haselmaus. Ich bin mir aber sicher, dass sie niemand sehen wird, weil sie eben so gut versteckt ist. Sie sind winzig klein, sie haben eine sehr versteckte Lebensweise. Das heißt, es ist tatsächlich so, dass da nur eine Methode funktioniert, sie wirklich nachzuweisen, die sehr zeitaufwendig ist. Zum Beispiel eine Nusssuche, zum Beispiel eine Nistkastenstudie. Und mehr Leute bedeutet mehr Zeit, Investment und das kann der Datenqualität nur zum Vorteil gereichen. Trotzdem, und das will ich auch nicht verschweigen, ist es natürlich auch für uns ein Aufwand, weil jeder Citizen Scientist, der einen Nistkasten betreut, natürlich auch eingeschult werden muss. Und das ist ungefähr für jede Citizen Science Stunde, die in das Projekt fließt, fast ein Schlüssel 1:1, fließt da auch eine Stunde von uns hinein. Und der Aufwand ist also nicht zu unterschätzen und sollte auf jeden Fall gut überlegt sein im Vorfeld eines Projekts. Beim Baumschläfer ganz speziell möchte ich auch ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Da sieht man so ein bisschen die Abfolge der Seltenheit auf diesen drei Bildern von ein und derselben Untersuchungsfläche. In diesem Fall ist es der Wienerwald und Umgebung. Da gibt es auch noch ein weiteres Forschungsprojekt zum Siebenschläfer, das die WETMED betreut, das FIWI. Und da habe ich meine Diplomarbeit gemacht. Ganz links in diesem Nistkasten sieht man, wenn man ganz genau schaut, 11 Siebenschläfer. Siebenschläfer haben sogenannte fette Jahre. Die können in manchen Jahren in gigantischen Dichten auftreten im Wald. Die wurden deswegen auch schon mit dem Teufel in Verbindung gesetzt. Also überall, wo der Teufel mit seinem Klumpfuß auf den Waldboden tritt, da ward ein Siebenschläfer aus dem Lehm geboren. Hat natürlich nichts mit Teufel zu tun, sondern mit einer sehr speziellen Fortpflanzungsbiologie, die eng gekoppelt ist an Mastjahre von Eiche und Buche. Wer dazu mehr wissen will, gerne einmal einen unserer Schläferwandertage besuchen. Ja, also die Siebenschläfer können auf jeden Fall unglaublich häufig sein. Und wenn man in einem Forschungsprojekt so ein Jahr erwischt, Glück gehabt, super, dann hat man in einem Jahr gleich einmal eine ganze Menge toller Daten gesammelt und zur Verfügung. Wir hatten damals in dem Jahr, als ich meine Diplomarbeit gemacht habe, in 170 Nistkästen 998 Siebenschläfer, die wir alle zwei Wochen wieder gefangen haben. Also das war so ein Spitzenjahr. Und nur in einem einzigen von diesen Nistkästen war dann eine Haselmaus zu finden. Das ist die mittlere da, die Rosi. Und das hat natürlich dann Fragen aufgeworfen. Ist die so viel seltener? Ist die vielleicht gefährdet? Wird die vom Siebenschläfer einfach nur aus den Nistkästen verdrängt? Oder nutzt die gar keine Nistkästen? Hat die ganz andere Herausforderungen? Und das war die Initialzündung für das Citizen Science Projekt, das ich vorher erwähnt habe. Dass es eben immer noch gibt, wo wir nach Nüssen gesucht haben und wo wir dann weitere Nistkästen speziell für die Haselmaus installiert haben und wo wir eben um Mithilfe gebeten haben, weil wir festgestellt haben, dass so einfach wie beim Siebenschläfer ist es nicht, die Haselmäuse zu finden. Und mittlerweile wissen wir, also in einem guten Haselmausjahr ist es durchaus so, dass da im Wienerwald auf unserer Untersuchungsfläche findet man auch gerne mal 30 bis 50 Haselmäuse. Also das ist, wenn es wirklich gut ist, ist natürlich deutlich weniger als jetzt um die 1000 Siebenschläfer. Man kann sie finden, wenn man nach ihnen sucht. Und sie eignet sich auch sehr gut für Citizen Science. Und von diesen ungefähr 50 Haselmäusen pro Jahr und dem Projekt, das schon 10 Jahre andauert, unter all diesen hat es dann nur ein einziges Mal einen Baumschläfer gegeben in einem Nistkasten. Das ist der ganz geschreckt ausschauende Kleine da unten im Eck.
das war bis jetzt die einzige Sichtung. Und das hat natürlich noch mehr Fragen aufgeworfen. Und deswegen sozusagen war klar, es muss da noch ein anderes Projekt geben. Wir wissen über diese Tierart so gut wie nichts. Und deswegen haben wir uns in diesem Projekt auf die Fahnen geheftet, diese Datengrundlage, die tatsächlich so wirklich fast bei Null liegt, zur Verbreitung des Baumschläfers in Österreich deutlich zu verbessern. Das ist aber nicht das einzige Ziel des Projekts. Wir haben eine Fördermaßnahme oder wir sind im Förderprogramm im Bereich Forst, haben wir angesucht und wir wollen auch ganz klar mit der Forstwirtschaft zusammenarbeiten, eben weil die Forstwirtschaft über das Schicksal des Baumschläfers entscheidet durch die Bewirtschaftungsmaßnahmen. Und deswegen wollen wir zum einen informieren, was denn der Baumschläfer braucht und sollte in dem Projekt herauskommen, dass da eine Gefährdungssituation herrscht, dass das ja schon sehr selten geworden ist, dass es hier vielleicht, dass der Lebensraum vielleicht an manchen Orten bedroht ist, dann soll es auch das Ziel geben, gemeinsam mit der Forstwirtschaft Maßnahmen zum Lebensraum und zum Artenschutz zu entwickeln. Das ist sozusagen der nicht öffentliche Teil des Projekts, der öffentliche Teil. Und das ist ein ganz, ganz großer Block, ist die Unterstützung, um die wir bitten, diese schlechte Datengrundlage zu verbessern durch die Bevölkerung, durch unterstützende Citizen Science Maßnahmen. Und ich werde jetzt gleich im Detail noch darauf eingehen, was wir uns da alles ausgedacht haben. Wir wollen nicht nur die Bevölkerung aufrufen, mitzuhelfen, sondern auch erst einmal die Tierart vorstellen. Es ist überraschend, wie wenige sie kennen. Also ich gestehe jetzt auch, also ich habe mir vorher auch, bevor ich begonnen habe, mich mit der Tiergruppe zu beschäftigen, auch nie davon gehört, dass es sowas wie einen Baumschläfer gibt, obwohl ich Biologie studiert habe. Und das wollten wir eben auch ändern. Also einfach einmal, ja, zeigen, was es denn da für charismatische Spezies in unseren Wäldern gibt, ganz in unserer Nähe. Da will ich jetzt gar nicht zu genau darauf eingehen, ein bisschen nur vielleicht, falls sich jemand dafür interessiert, wie dieses Projekt aufgebaut ist. Es stützt sich eben auf diese vier Module. Also das eine ist die tatsächliche Kartierung mit Nistkästen. Das zweite ist diese forstliche Maßnahmenplanung. Da wollen wir dann eben beraten. Wir machen auch eine Habitatkartierung, eine sehr umfangreiche, rund um diese Nistkastenflächen und wollen dann eben ableiten, welche Lebensraumanforderungen der Baumschläfer hat und wollen das dann in einen Maßnahmenkatalog einfließen lassen, der speziell auf forstliche Bewirtschaftung ausgerichtet ist. Und das soll dann in einer Broschüre für die forstliche Praxis niedergeschrieben werden und die wird dann natürlich in verschiedenen Stellen verbreitet. Wir sind mittlerweile auch, haben auch schon beschlossen, dass auch der heimische Garten, die Privatgärten da quasi als forstliche Praxis mit einbezogen werden und dass wir das auch da, also Tipps für die Gartengestaltung mitnehmen werden. Und dann gibt es eben diesen ganz großen Block Bewusstseinsbildung und Citizen Science. Und der ist natürlich eng damit verbunden, dass wir auch Öffentlichkeitsarbeit machen müssen. Wir machen es auch gern, wir reden gern über diese herzigen Tierchen und sie sind halt auch super Botschafter für den Lebensraum. Also das ist, muss man auch ehrlich gestehen, wenn man Werbung für den Wald machen will, dann gibt es da auch wenig Tierchen, die sich so gut dafür eignen, weil sie halt einfach herzig sind. Und da machen wir eben auch für jüngere Waldbesucherinnen ein Kreativheft wird es da geben und wir halten Schläferwandertage ab, wo man mit uns gemeinsam den Lebensraum anschauen kann und auch Nistkästen anschauen kann und machen halt dann allerlei Pressearbeit. Aber da das heute ein Citizen Science Seminar ist, möchte ich eben ganz speziell auf diesen Citizen Science Blog auch eingehen, der da jetzt einer von vieren ist, aber tatsächlich in der Arbeit sehr, sehr umfangreich und einen Großteil, also den Großteil des Projekts ausmacht. Das würden wir nicht alleine schaffen. Ich habe schon gesagt, wir werden unterstützt vom Büro Apodemos. Da sieht man Christine und Stefan Resch ganz unten in der Ecke rechts. Zwei profunde Kennerinnen der heimischen Kleinsäugerfauna, die auch schon tolle Erfahrungen mit Citizen Science haben. Die betreuen die Website kleinsäuger.at und das Projekt Geomaus, das man wahrscheinlich auch von der Österreich-Forsch-Seite kennt.
Und da freuen wir uns sehr, dass Sie mit an Bord sind. Sie betreuen zum einen die Nistkästen in Westösterreich, zum anderen unterstützen uns die zwei wirklich unerlässlich im Webdesign und haben da ein geniales System ausgetüftelt für die Meldungen. Das zeige ich euch dann auch gleich. Und dann haben wir gesagt, wir haben unser Projekt, ist recht kurzfristig angedacht. Wir haben ein Projekt für 3 Jahre bewilligt bekommen. Das ist wenig Zeit und wir würden gerne auf einen Grundstock an Citizen Scientists zurückgreifen können, wo eine ganz möglichst niederschwellige Information möglich ist. Und wer ist da ein besserer Partner als der Naturschutzbund mit der Plattform Naturbeobachtung.at, die einfach schon seit vielen Jahren besteht. Der Gernot Neuwirth hat, glaube ich, auch schon in diesem Rahmen einen Vortrag gehalten. Und wir haben gesagt, das wäre auf jeden Fall toll, wenn wir da auch einen kleinen Schläferschwerpunkt setzen könnten und da diese Tierarten melden könnte und einen speziellen Aufruf starten kann unter dieser Community, weil das einfach Leute sind, die schon so super dabei sind und da gibt es wirklich so eifrige Userinnen und User, die, also wenn die nichts finden, wenn da auf Naturbeobachtung.at nichts gemeldet wird, dann schaut es wirklich schlecht aus. Und zum Glück haben wir eben auch den Naturschutzbund da als Partner gewinnen können. Ich bin auch nicht alleine bei den Bundesforsten für dieses Projekt zuständig. Wir haben uns ein bisschen regional aufgeteilt. Da seht ihr ein buntes Team an Kolleginnen und Kollegen. Es gibt in jeder Projektregion, wo wir so eine Nistkastenfläche installiert haben, sogenannte Länderkoordinatorinnen. Die sind dann direkt vor Ort Ansprechpartner für diese Standorte, sollen also verhindern, dass es da irgendwelche Konflikte gibt mit anderen Waldbesucherinnen und Nutzerinnen und bieten auch regionale Exkursionen an und sind Ansprecher für Regionalmedien und Ähnliches. Und wir haben all diese Koordinatorinnen dann auf unserer Projektwebsite baumschläfer.at auch gelistet, also man hat dann auch einen möglichst kurzen Schritt und findet möglichst in seiner Region, wenn man da eine Frage hat, sozusagen schnell Hilfe und Auskunft. Diese Nistkästen, die ich erwähnt habe, diese Nistkastenstandorte fußen auf Daten, wir haben eine Datenrecherche gemacht, die bekannt waren zum Baumschläfer in Österreich und das war nicht allzu viel. Wie gesagt, ich habe schon gemeint, wir haben fast bei null gestartet. Hin und wieder gibt es Zufallsfunde. Christine und Stefan haben über ihr Kleinsäuger-AT-Projekt und das Projekt Geomaus auch immer wieder schon Daten bekommen. Wir kannten ein paar Daten aus Kartierungen, aus Kleinsäuger-Kartierungen. Aber wenn man genau schaut, sieht man da, es gibt Kreise und es gibt so kleine Pfeilsymbole auf dieser Karte. Nur die Kreise sind tatsächlich aktuelle Funddaten. Diese Pfeilsymbole sind Nachweise des Baumschläfers in Österreich, die vor 1970 erbracht wurden. Und es ist vor 1970 eine schöne Umschreibung dafür, dass viele von diesen Nachweisen 100 Jahre alt sind oder noch viel, viel älter. Und das ist sozusagen der Hintergrund, warum ich meinte, wir wissen eigentlich fast nichts, weil in Wahrheit, die sind halt da irgendwann einmal vielleicht vor 200 Jahren vorgekommen. Aber in Wahrheit können wir uns natürlich in keiner Weise darauf verlassen, dass das noch irgendwie rezente Vorkommen sind. Aber wir haben uns trotzdem ein bisschen daran orientiert bei der Auswahl unserer Nistkastenflächen. Wir haben in der Literatur gestöbert, wir haben die Meinung von Expertinnen herangezogen und haben uns überlegt, wenn sozusagen wir Baumschläfer wären, was wären denn die schönsten Lebensräume und haben noch ein bisschen in Verbindung mit historischen Verbreitungsdaten dann diese Nistkastenstandorte ausgewählt. In Tirol und Vorarlberg gibt es keine Nistkastenstandorte. Das liegt einfach daran, dass es dort tatsächlich eine Baumschläferkartierung auch gibt von einem anderen Projekt, wo wir gewusst haben, da wird schon gearbeitet. Also da können wir uns zurücklehnen und versuchen dann lieber die Gebiete abzudecken, wo bisher noch gar nichts passiert ist. Es sind 6 Bundesländer in dem Projekt beteiligt und an jedem von diesen Standorten, die man da sieht, sind 30 Kästen in einem speziellen Muster angebracht worden für die Kartierung. Diese Kästen hängen natürlich auf Bäumen,
wir wollen ja ein Baumlebewesen nachweisen. Und falls Sie sowas schon einmal im Wald gesehen haben, einige hängen nämlich direkt neben einem Wanderweg auch, wir hängen sie absichtlich mit dem Loch zum Stamm hinauf, um eben auszuschließen, dass es für andere Arten vielleicht so attraktiv ist, dass die Kästen nach kürzester Zeit sofort belegt sind und dann kein Baumschläfer mehr reingeht. Deswegen ist es wirklich zugeschnitten vom Design her auf diese kleinen kletternden, baumlebenden Arten. Die kommen da locker rein durch so einen kleinen Abstandhalter. Wir haben tatsächlich hin und wieder das Problem, dass diese Nistkästen umgedreht werden, weil Waldbesucherinnen uns offensichtlich mangelnde Kompetenz bei der Installation eines Vogelkastens unterstellen und hier der Vogelfauna helfen wollen. Deswegen haben wir jetzt auch sogenannte Schaunistkästen machen lassen, in die man reinschauen darf, wo man auch aufgefordert wird und wo darüber informiert wird, dass die genauso hängen sollen, wie sie hängen. Die Anbringung ist eben so ein ganz normales Gummiseil, das einfach baumschonend wirkt. Da können wir sie dann reversibel jederzeit abnehmen wieder und dem Baum ist nichts passiert. Das Gute ist, wir können Baumschläfer auch nachweisen, wenn sie nicht mehr zu Hause sind. Also wir müssen ihn nicht gerade antreffen, wenn er tagsüber drin schläft, auch wenn er irgendwo unterwegs ist, kann man ihn anhand des Nests noch nachweisen. Das ist ein Beispiel für ein Baumschläfernest, das wir im Projekt gefunden haben. Die bauen da wirklich ganz schöne Kugelnester, kuschelig ausgepolstert. Und wenn wir Haare darin finden, dann kann man auch anhand der Haare eine Art Bestimmung versuchen und sollte auch in den meisten Fällen ganz gut klappen, das dann noch nachträglich zu bestimmen, auch wenn das Nest schon ein bisschen zerstört sein sollte. Möchte ich Sie mitnehmen auf eine kleine sozusagen Eindruckstour durch unsere Nistkastenstandorte im äußersten Osten begonnen, bei mir in der Region im Nationalpark Donauauen. Da schaut zum Beispiel so ein Nistkastenstandort so aus. Wichtig ist eben, dass es möglichst dicht ist und artenreich. Es gibt dann aber auch ganz anderes anmutende Standorte, wie zum Beispiel hier dieser Rand einer Moorfläche. Oder wir bewegen uns auch hinauf in die Berge. Der Baumschläfer hat seine Hauptverbreitung in zwischen 500 und 1500 Metern Höhenlage, kann aber natürlich auch noch darüber hinaus vorkommen, wenn der Lebensraum passt. Also da zum Beispiel im Nationalpark Kalkalpen könnte er theoretisch beste Aussicht genießen. Und dann haben wir auch noch eine digitale Heimat gegründet für das Projekt, eine Projektwebsite, wo man sich informieren kann, wo man schauen kann, eben alles nachlesen zum Baumschläfer, zu seiner Biologie, einen Steckbrief runterladen, über das Projekt viel erfährt und ganz, ganz wichtig, diesen großen Punkt aktiv werden findet. Unter diesem aktiv werden Punkt haben wir uns bemüht, eine Vielzahl an Mitmachanleitungen zu erstellen. Also wie man denn jetzt als Citizen Scientist aktiv werden kann und die Chancen erhöhen, diese wahnsinnig schwierig nachzuweisenden Tieren, denen auf die Spur zu kommen. Also normalerweise, wenn man jetzt so durch den Wald geht, ist fast unmöglich, dass man einen sieht. Außer es fliegt gerade zufällig ein Junges aus dem Nest. Auch das ist schon passiert. Auch so eine Meldung haben wir schon bekommen im Projekt. Aber also darauf können wir natürlich nicht aufbauen, dass das öfter mal vorkommt. Deswegen müssen wir unsere Chancen erhöhen. Und dazu gibt es verschiedene Bauanleitungen. Ich zeige euch ein paar her. Die findet man dort alle auf der Projektwebsite zum Download. Zum Beispiel eine Bauanleitung für einen Nistkasten, eine Anleitung für einen Spurentunnel. Den Nachweis mit Kamerafallen könnte man auch schaffen und einen Katzenopfermeldezettel. In denen haben wir tatsächlich recht große Hoffnungen gesetzt. Katzen sind vermutlich die besten Schläferräuber, die es gibt in Österreich. Zumindest sind es auf jeden Fall die, die ihre Beute dann nicht irgendwo verschlingen, sondern meistens vor die Haustür legen. Und genau solche Funde hoffen wir dann auch zu bekommen. Also hoffen ist jetzt vielleicht das falsche Wort. Aber wenn denn schon ein Baumschläfer einer Katze zum Opfer gefallen ist, dann würden wir ihn sozusagen gerne wissenschaftlich weiter verwenden. Es soll dann auch noch, wir haben ursprünglich geplant, auch eine Fraßspurenbestimmungshilfe zu machen. Daran arbeiten wir aber noch, ob man diese Fraßspuren des Baumschläfers wirklich eindeutig bestimmen kann an Nüssen. Ist nicht so leicht wie bei der Haselmaus leider.
Und haben deswegen eine ganz neue Methode uns ausgedacht, die auch aber gerade noch Work in Progress ist. Wir wollen nämlich die Rufe des Baumschläfers nachweisen und sozusagen, wenn alle Wünsche ans Christkind erhört werden, dann gibt es vielleicht sogar die Möglichkeit, ganz einfach mit einer Handy-App durch den Wald zu gehen und Baumschläferrufe nachweisen zu können. Aber das ist jetzt sozusagen wirklich noch, steckt noch in den Kinderschuhen, diese Methode, und die können wir leider noch nicht an die Öffentlichkeit weitergeben, weil wir sie selbst erst üben müssen. Und das Projekt ist vor Corona konzipiert worden. Da haben wir uns auch noch die Vorstellung gehabt, dass wir auch wieder mit diesen Scientists direkt in den Wald gehen können, dass wir da ein Netzwerk an Nistkastenbetreuerinnen einrichten können und für Leute, die eben wirklich sozusagen dann ins höchste Level der Schläferforschung einsteigen wollen und eben so eine Nistkastenfläche selbst betreuen wollen, soll es natürlich auch ein Handbuch geben. Wir sind ein bisschen wieder davon abgekommen, das zu machen, weil eben die Bedingungen so schwierig waren, aus bekannten Gründen. Es soll grundsätzlich diese Möglichkeit aber bestehen für besonders interessierte Personen, die vielleicht schon andere Methoden ausprobiert haben und total auf den Geschmack gekommen sind, dass sie auch wirklich dann uns unterstützen können, direkt auf unseren Untersuchungsflächen. Ja, ein bisschen genauer auf die Methodik, auf die wir setzen, die jetzt schon verfügbar ist. Baumschläfer hinterlassen tatsächlich charakteristische Fußabdrücke, wie alle anderen Kleinsäuge auch. Man kann sehr viele Kleinsäugearten unterscheiden anhand ihrer Prints, und so ein Spurentunnel ist sehr, sehr schnell gebastelt, ganz einfach aus zum Beispiel Tetrapacks, die man zu Hause hat. Es ist im Grunde völlig wurscht, was man nimmt. Alles, was irgendwie eine Röhre bildet, kann alles nehmen, was wetterfest ist, was man zu Hause hat und was eben so ein Tunnel, wie ein Tunnel ausschaut. Und dann bastelt man da einfach einen Einschub, den man mit Papier bestückt und mit einer ungiftigen Tinte. Und die Materialien für die Tinte haben auch die meisten schon zu Hause. Das ist nämlich einfach Aktivkohlepulver, wie man es zum Beispiel in der Reiseapotheke hat, hat man oft einmal so eine Kohletablette. Und wenn man so eine Kohletablette zergatscht mit Speiseöl, auch egal welches man nimmt, Sonnenblumenöl, Olivenöl, dann erhält man so eine sehr, sehr gut färbende, tintenartige Flüssigkeit, die eben auch den Kleinsäugern nichts ausmacht. Und die träufeln wir dann einfach in die Mitte von diesen Spurentunneln, und da sieht man, wie so ein Ergebnis dann im besten Fall ausschaut. Also das kann wirklich jeder in den eigenen Garten hängen und sofort loslegen. Wir haben auch die Erfahrung gemacht, dass sehr, sehr viele Menschen schon Wildkameras zu Hause haben, seit es die bei diversen Discountern immer wieder im Angebot gibt, ist die Wildkameradichte in österreichischen Gärten erstaunlich hoch. Und das Problem ist nur, dass sie meistens sich nicht eignen für Kleinsäugerbeobachtung, weil sie einfach zu langsam auslösen und weil die Tiere zu kurze Verweildauer vor der Linse haben. Die sind einfach so geschwind und huschen einmal durch über so ein Astel. Da bekommt man selten gute Videos zustande. Man kann sich da aber auch eines Tricks behelfen. Auch das haben wir, diese Anleitung haben wir dann auf die Homepage gestellt. Man kann nämlich eine Baumschläferkierung bauen, ein Lockmittel aufbringen, indem man einfach so ungefähr einen Meter vor die Linse ein Baumwolltuch hängt, das man mit Pflanzenöl tränkt, am besten Nussöl. Also super funktioniert Haselnussöl, geht aber auch mit Kürbiskernöl, mit allem, was man halt so vielleicht eben auch zu Hause hat, ein duftendes Pflanzenöl. Dieses Tuch gut tränken, das ist ein absoluter Leckerbissen oder eben eine geruchliche Verführung erster Güte für die verschiedenen Schläferarten und wahrscheinlich auch andere Kleinsäuger. Und die kommen dann und schnuppern da so lange an diesem Tuch, dass viel, viel bessere Kameraaufnahmen gelingen. Und so kann man eben auch mit einer ganz herkömmlichen Wildkamera in die Kleinsäugerforschung einsteigen. Ich muss es auch, das ist auch ein öffentlicher Vortrag, ich muss es erwähnen, wir haben es natürlich auch in unserer Anleitung erwähnt, bitte keine Kameras auf fremdes Grundeigentum hängen, ohne vorher gefragt zu haben und ohne informiert zu haben. Das gilt übrigens auch für Spurentunnel. Also nicht bitte irgendwo sozusagen mit der Forschung einfach loslegen im Waldstück und dann sagen, die Bundesforste haben mir gesagt, ich muss das machen.
dann bekomme ich Probleme wahrscheinlich von meinen Chefs. Ja, also immer vorher eine Erlaubnis einholen. Auch wir müssen das natürlich tun. Ja, und wer sehr engagiert ist, kann selbstverständlich auch seine eigene NIST-Kastenstudie machen. Also da muss auch niemand darauf warten, dass wir einen NIST-Kasten zur Verfügung stellen oder einen Standort. Man kann diese NIST-Kästen selbstverständlich auch an einem Ort der eigenen Wahl aufhängen. Wichtig ist, Sägeräubretter zu verwenden. Also bitte ein bisschen Chaos und Vernachlässigung walten lassen beim Bau dieses NIST-Kastens. Nicht zu toll, nicht zu schön den Zimmern, die ästhetischen Ansprüche zurückschrauben, kein Holzschutzmittel verwenden, das nicht allzu sehr abschleifen. Das soll eben einen Baumhöhlencharakter haben und soll auch nicht allzu stark nach menschlichem Einfluss riechen. Und am besten dann diesen NIST-Kasten irgendwann im Herbst oder über den Winter mal hängen zu lassen, dann ist die Chance auch sehr groß, dass da was einzieht im Frühjahr. Ich habe da ein paar Beispiele für solche NIST-Kasten-Inhalte gebracht und selbstverständlich werden die bei uns im Projekt dann auch analysiert. Man kann Fotos an uns schicken und auch die Nester direkt, wo wir dann Auskunft geben, was sich denn da im heimischen Garten zum Beispiel angesiedelt hat. Egal auf welche Art und Weise an diesem Projekt mitmachen möchte und jetzt eine dieser Methoden ausprobiert hat, egal ob man da jetzt einen Fund gemacht hat oder nicht, wir freuen uns über eine Meldung. Da fahren wir zweigleisig. Es gibt zwei Möglichkeiten, das zu machen. Zum einen direkt über die Website baumschläfer.at. Da wollten wir eben auch so niederschwellig wie möglich sein und wollten alles in einem Aufwasch beisammen haben, dass man also tatsächlich sich informieren kann, diese Anleitungen runterladen kann und auf derselben Seite kann man dann passend zu diesen verschiedenen Mitmachmöglichkeiten eben auch melden, ob man ein Katzenopfer, ein Todfund, eine Sichtung gemacht hat, eben einfach nur ein Foto vielleicht hochladen oder was auch immer sonst noch möglich ist. Oder man kann auch, wenn man unterwegs ist und zum Beispiel die Naturbeobachtungs-App sowieso schon am Handy hat, direkt vor Ort natürlich ein Foto hochladen. Es ist in beiden Fällen so, dass diese Funde und Meldungen in kurzer Zeit verifiziert werden. Im Fall von baumschläfer.at bekomme ich direkt ein E-Mail, wenn das hochgeladen wird. Also das kommt direkt bei mir an und ich schreibe dann persönlich zurück, wenn das erwünscht ist, kann man da auch gerne Fragen schon direkt reinstellen. Wenn es kein Foto dabei ist, werde ich vielleicht nachfragen, ob es, wenn es nur eine Vermutung ist, ob das irgendwo im Umfeld des eigenen Zuhauses war, ob man da vielleicht noch einmal nachschauen könnte. Damit wir da uns auch rechtlich in sicherem Rahmen bewegen, haben wir das auch auf der Homepage angegeben, dass eben diese Daten hier an mich weitergegeben werden. Sie werden natürlich nirgendwo veröffentlicht. Aber ich bekomme sozusagen die E-Mail-Adresse, von der das hochgeladen wird, für etwaige Nachfragen. Aber natürlich eben auch in erster Linie, um Danke sagen zu können, wenn jemand was meldet. Und auf naturbeobachtung.at nutzen wir eben dort dieses schon etablierte, fantastische Netzwerk, wo man auf verschiedene Arten entweder von der App oder auch direkt am PC melden kann. Und da haben wir eben auch einen extra Aufruf an die Naturbeobachter-Community gesendet. Nach all dieser Arbeit, nach dem Erstellen dieser ganzen Anleitungen und dem Aufhängen von 600 NIST-Kästen und wirklich anstrengenden Touren durch unwegiges Gelände, sind wir dann auch wirklich letztes Jahr sofort bei der allerersten Kontrolle unserer NIST-Kästen mit deren ersten Erfolg belohnt worden und haben wirklich ein Tiroler Baumschläfer-Weibchen in Kärnten in einem NIST-Kasten gefunden, also bilderbuchmäßig, wie man sich's vorstellt und wünscht, wenn man so ein Projekt startet. Nach all den Mühen blinzeln einem zwei so Knopfaugen entgegen. Ich kann da leicht schwärmen, ich war selber leider nicht dabei, also ich habe es auch nur im Video gesehen. Aber wir waren wirklich alle extrem begeistert und glücklich und ja, es gibt sie noch, sie kommen vor und unsere Methode funktioniert und haben da erst einmal verschnauft und waren erst einmal ganz glücklich. Und ich nehme an, Sie können sich schon denken, nachdem ich da jetzt so ausufernd von dieser ersten Reaktion berichte, dass die Freude nicht angehalten hat. Es war nämlich bis jetzt der einzige Erfolg
in 600 Nistkästen ein Baumschläferweibchen. Wir haben noch andere Verdachtsmomente, es gibt auch noch Nestfunde, aber wirklich, wirklich sehr, sehr wenig Daten. Also unsere großartige Habitatkartierung können wir noch nicht mit irgendwelchen Funden verschneiden. Es ist also noch sehr, sehr schwer, irgendeine Aussage zu treffen darüber, was die Ansprüche eines Baumschläfers an den Lebensraum in Österreich sind. Und im wirklich starken Gegensatz dazu, und ich bin so froh, dass wir dieses Projekt für die Öffentlichkeit geöffnet haben und diesen Citizen Science Part mitgenommen haben, waren die Meldungen aus der Öffentlichkeit. Da ist es nämlich rund gegangen. Wir haben zwei Presseaussendungen zum Projekt rausgebracht, eine die Bundesforst, eine der Naturschutzbund, und haben uns auf große Resonanz freuen können. In der Woche nach diesen Presseaussendungen sind über 100 Meldungen eingetrudelt und die waren durch die Bank, und das finde ich wirklich bemerkenswert, fantastisch bestimmt. Also alle Melderinnen, die uns hier Fotos geschickt haben, vielleicht hat mal der eine oder die andere einen Baumschläfer und einen Gartenschläfer verwechselt. Das sind wirklich sehr verzeihbare Fehler. Das passiert höchstwahrscheinlich den allermeisten Biologiestudentinnen genauso. Aber es waren wirklich exzellente Meldungen, die wir bekommen haben. Und tatsächlich im letzten Jahr unter diesen 120 Meldungen auch 46 Baumschläfer. Wir haben auch nach anderen Schläfern gefragt. Also man kann gerne auch die anderen Arten bei uns hochladen. Wir freuen uns genauso über eine Meldung von einer Haselmaus, einem Gartenschläfer, einem Siebenschläfer. Das hilft uns alles, diese Artengruppe besser zu verstehen. Und vielleicht auch den Baumschläfer besser zu verstehen, wenn wir wissen, wo die anderen Arten vorkommen. Und genau, also das muss ich, glaube ich, gar nicht jetzt noch statistisch ausführen. Dieser Citizen Science Part hat uns im Projekt echt gerettet bis jetzt. Also wir versuchen es weiter auch mit anderen Methoden. Wir wissen nicht, warum es an den Nistkästen, warum es dort scheitert. Wir haben die absoluten Top-Spots ausgesucht für diese Standorte, die wir uns vorstellen konnten. Aber ja, an irgendwas hapert es da offenbar. Was ganz auffällig ist und für uns irrsinnig überraschend war, ist, dass die Baumschläferfunde von den Citizen Scientists fast alle aus sehr stark menschlich geprägtem Gebiet stammen. Also wirklich direkt aus menschlichen Behausungen. Man sieht da, ein Baumschläfer krabbelt über eine Hand, so ein kleiner. In einer Regenrinne sitzen die bei irgendwelchen Gartenstatuen. Also die allermeisten Meldungen sind aus dem eigenen Garten, sind irgendwo von der Haustür oder irgendwo aus der Ferienhütte. Dann gibt es da zwar auch ein Foto aus einem Waldspaziergang, aber das ist ein Einzelfall. Alle anderen Meldungen sind wirklich im unmittelbaren Umfeld von menschlichen Behausungen gemacht worden. Und das kommt für uns insofern total überraschend, dass wir nicht wussten und es in der Literatur auch nicht beschrieben ist, dass Baumschläfer Kulturfolger sind, die also so nahe an uns herankommen und so in unserer unmittelbaren Umgebung wohnen. Und das scheinbar, zumindest deuten unsere ersten Projektergebnisse darauf hin, dass das scheinbar häufiger vorkommt als in den Waldstandorten, in den ursprünglicheren Standorten. Und auf einer räumlichen Verteilung schaut das dann so aus. Diese grünen Punkte sind Nachweise des Baumschläfers. Die verteilen sich da ziemlich auf die Mitte von Österreich. Also hier nur zur Erinnerung, das sind jetzt nicht unsere Nistkastenstandorte, sondern das sind die Citizen Science Meldungen, die wir aus ganz Österreich sammeln, also wo es keinen Unterschied gibt und wo wir auch uns um dasselbe Presse Echo bemühen und da wirklich, also wir freuen uns von jeder einzelnen Ecke Österreichs, wenn eine Meldung herkommt. Die Chance ist für alle gleich verteilt, theoretisch. Und trotzdem sind diese Meldungen sehr konzentriert. Wir haben auch Gartenschläfermeldungen bekommen, die sich ausschließlich in Vorarlberg und Tirol befinden. Sonst kommt die Art scheinbar in ganz Österreich, oder zumindest haben wir sie bis jetzt hier nirgendwo finden können. Und Haselmaus und Siebenschläfer sind so ziemlich über das Land ganz gut verteilt, wenn auch eher in den Niederungen. Beim Baumschläfer haben die Citizen Science Meldungen keine
besonderen Lebensraumansprüche zutage gefördert bis jetzt. Also wir finden ihn sowohl im Gebirge als auch rund um die Kärntner Seen. Tatsächlich ist Kärnten unser absoluter Baumschläfer-Hotspot. Und wenn ich nach unseren bisherigen Projektergebnissen gehen müsste, müsste ich tatsächlich sagen, dass der Hauptlebensraum des Baumschläfers in Österreich Kärntner Chaletdörfer sind oder Ferienwohnungen entlang von Kärntner Seen. Ungefähr 70% unserer Meldungen stammen aus genau solchen Lebensräumen. Da ein Beispiel, ein Foto von einem Citizen Scientist. Das ist eine Kärntner Ferienwohnung, wo der Baumschläfer offensichtlich einfach die Wohnung übernimmt, wenn die menschlichen Bewohnerinnen gerade nicht zu Hause sind und sich dann da an allerlei Resteln gütlich tut. Große Überraschung, wie gesagt. Also das war uns in keiner Weise bewusst und hätten wir auch aus unserer Literaturrecherche nicht so erwartet. Und auch aus anderen Ländern haben wir keine Hinweise bekommen, dass Baumschläfer also wirklich da so Hüttenbewohner sind. Ja, ich habe in der Ankündigung zu meinem Vortrag auch versprochen, dass man Schläfer vielleicht auch in den eigenen Garten locken kann, indem man den besonders artenfreundlich gestaltet, indem man da besondere Maßnahmen ergreift. Und ich liebe dieses Foto von einem Kollegen von mir, der das natürlich überhaupt nicht genossen hat, durch dieses Brombeerdickicht hier zu stapfen. Das wäre ein Idealbild für einen Schläfergarten. Ganz klar, dass das nicht jeder so zu Hause haben will. Man muss auch bitte nicht den Garten mit Brennnesseln und mit Brombeeren und Himbeeren zuwachsen lassen. Es gibt 5 goldene Regeln, wenn man die, ich sag mal, annähernd beachtet und das Glück hat, in einer Region zu wohnen, wo irgendwo umgrenzend auch Heckenlandschaften oder Wald sich befindet, dann ist die Chance auch groß, dass man sie in den Garten locken kann. Wenn man vielleicht irgendwo zum Beispiel am Stadtrand zu Hause ist, indem man die wirklich wichtigste Regel, Hauptsache dicht, befolgt. Kein Werbeslogan eines Matura-Reiseanbieters, sondern gemeint ist natürlich Vegetationsstruktur. Also bitte nicht allzu sehr auslichten, wenn man eine dichte Hecke hat, die irgendwo eine Seite des Gartens zumacht. Gerne eine fruchttragende Hecke aus verschiedenen heimischen Laubgehölzen. Dann ist schon einmal ein super Versteck und Nahrung gegeben und mehr brauchen die auch gar nicht. Es sollte natürlich verbindende Strukturen irgendwo nach außen geben. Also wenn das jetzt ein Garten ist, der sich inmitten einer ansonsten ausgeräumten oder betonierten Landschaft befindet, dann leider so naturnahmer dann vielleicht auch wirtschaften mag. Die Tiere gehen nicht gern über offenen Boden, wird man sie wahrscheinlich nicht reinlocken können. Anders als Vögel kommen sie eben nicht über den Luftweg zu uns. Und irgendwie müssen sie halt einfach einmal reinklettern können. Eine wirklich bekannte und deswegen aber nicht weniger wichtige Regel ist natürlich, wilde Ecken im Garten zu lassen und auf keinen Fall irgendwelche Insektizide zu verwenden. Die Tiere sind Winterschläfer, sie fressen Insekten. Die Umweltgifte lagern sich im Speck an und werden eingeschmolzen, wenn die Fettreserven über den Winter dann verstoffwechselt werden und geraten dann in teilweise sehr hohen Konzentrationen in den Blutkreislauf und das hält so ein kleiner Organismus einfach nicht aus. Also man kann über die Nahrungskette die sehr leicht mit Insektiziden auch vergiften. Ich möchte noch ein paar so Bilder, einfach nur um ein sozusagen optisches Suchbild zu erzeugen, herzeigen. Es muss nicht ganz so wild sein, aber das wäre ein besonderes Vorbild. Also wenn man es aushält, ästhetisch so eine Hecke im Garten zu haben, dann wird da sicher nicht nur ein Schläfer einziehen. Da gibt es dann bestimmt auch eine ganze Menge anderer Arten, die sich darüber freuen werden. Es gibt ein witziges Beispiel von einem britischen Ökologen, der wegen einer Wette begonnen hat, also er musste das als Wetteinsatz einlösen, alle Arten, die er in seiner Hecke vor der Haustür findet, zu zählen. Und er hat nach einem Jahr über 1000 Arten gezählt gehabt und war immer noch nicht fertig. Also es kamen jeden Tag wieder noch neue Arten dazu. Und ich glaube, irgendwann bei 2000 Arten hat er dann langsam einmal aufgehört, aber es war kein Ende abzusehen. Also so ein Garten kann auch die Profis absolut noch überraschen.
Und daraus ist auch eine richtige Langzeitstudie geworden aus dieser persönlichen Heckenzählung. Man kann diese Hecke auch ganz günstig anlegen, wenn man zum Beispiel schon einen Haselnussstrauch irgendwo im Garten hat, den einfach an einer Seite einschneiden, nicht komplett umschneiden. Wichtig ist, dass noch ein bisschen Stamm übrig bleibt und dass da noch ein bisschen Cambium-Verbindung zwischen den zwei Teilen herrscht, aber so, dass man den einfach umlegen kann, den Ast, und dann auf dem Boden ein bisschen fixieren. Dann sieht man da auf dem Foto auf dem linken, dann kommen da auch wieder neue Triebe raus und es bildet sich ein ganz natürlicher Zaun, ein Haselnusszaun, der dann auch, wo man gar nichts machen muss, also wo man sozusagen natürlich dann die perfekt dichte Haselmaushecke auch geliefert bekommt. Oder wenn man das ein bisschen schneller haben will, kann man natürlich diese Zwischenräume auch gleich mit Querästen verdichten und schon hat man auch eine Struktur. Es muss nicht immer so wild zugehen. Man kann das auch akkurat schneiden, wenn man das möchte. Wichtig ist nur, dass man seine Hecke dazwischen einmal fruchten lässt, Früchte tragen lässt. Zum Beispiel mit den verschiedenen Pflanzen, die ich da angeführt habe. Klassiker für die Schläfer sind verschiedene Beeren- und Haselnussarten. Ganz, ganz ein toller Baum ist auch der Faulbaum. Also er hat einen etwas unangenehmen Namen. Ich glaube, deswegen verkauft er sich nicht gut. Er kommt auch oft gerne mal wild auf, in Gebieten, wo die Leute nicht so gern haben. Aber wenn Sie da irgendwo einen Faulbaum bekommen, keine Sorge, der stinkt nicht, der blüht auch ganz hübsch. Und ein Faulbaum, an den Blüten des Faulbaums und an den Blättern sind allein 30 verschiedene Schmetterlingsarten zu finden. Also da haben Sie dann auch einen Alleskönner der Artenvielfalt in den Garten gebracht. Schläfer mögen den auch. Und genauso ist es mit den verschiedenen anderen fruchttragenden heimischen Gehölzen. Man kann da eigentlich nichts falsch machen. Also Sie können alles pflanzen, was Ihre Hecke bunt macht und fruchtig. Auf dem rechten Bild noch ein bisschen zur Vergewisserung. Das ist ein furchtbar hässlicher Lebensraum, natürlich auf den ersten Blick. Das ist da im November der Randstreifen von einer Bahnstrecke, wo da drei begeisterte Haselmaus-Kollegen sich gerade irrsinnig freuen, dass sie voller Haselmausnester ist. Und das soll nur verdeutlichen, dass sie wirklich, die kommen mit sehr, sehr wenig aus, diese Arten eigentlich, wenn man sie denn lässt. Also da wandern die einfach durch zwischen verschiedenen Gärten. Das ist am Stadtrand fotografiert. Und also es muss wirklich nicht ein besonders elaborat angelegtes Gartengrundstück sein. Auch wenn man ansonsten irgendeine Fläche bewirtschaftet oder da tätig ist, einfach nur nicht die Brombeeren wegschneiden, einfach einmal was stehen lassen, einfach sich einmal zurücklehnen, reicht meistens auch schon. Und abschließend möchte ich mit einem Zitat von dem Urvater der Schläferforschung, einem Briten namens Pat Morris, der sich seit vielen Jahrzehnten mit Haselmäusen beschäftigt und ihren Verwandten. Und der prägt immer bei jedem Zusammenkommen. Es gibt tatsächlich internationale Schläfertagungen, wo also die Wissenschaftscommunity sich austauscht, was es denn an Neuigkeiten gibt. Und meistens kommen wir dann am Ende so einer Tagung drauf, dass wir immer noch extrem wenig über diese Tierarten wissen. Aber eines wissen wir ganz sicher, und auch wenn ich vorsichtig bin, irgendwelche allgemeinen Aussagen zu treffen, besonders im Hinblick darauf, dass unsere Datenlage noch so dünn ist, eines kann ich mit absoluter Sicherheit sagen, what's good for dormice is good for all of us. Dormice ist einfach der englische Ausdruck für Schläfer. Und damit ist gemeint, dass wenn man einen Lebensraum für Schläfer gestaltet, dann hat man davon auch als menschlicher Genussspecht einiges. Man kann eine Hecke anlegen, rein für den menschlichen Gebrauch, einfach eine Naschhecke mit Himbeeren, da ist eine Felsenbirne. Alles, was uns schmeckt, schmeckt diesen Arten auch. Alles, was schön bunt ist, davon profitieren die. Wir sind bei einem BOKU-Seminar heute. Wenn Sie eine Landwirtschaft zu Hause haben und sich sozusagen die Möglichkeit sehen, irgendwo eine Mehrnutzungshecke anzulegen, egal wo, irgendwo an einem Randstreifen, ernten Sie die Früchte, nutzen Sie die Früchte, ein bisschen was bleibt immer für die anderen Arten übrig und das reicht dann auch meistens, um schon eine extrem große Verbesserung in einem Lebensraum gemacht zu haben
Und mit diesen hoffentlich nicht zu pathetischen Worten möchte ich mich dann auch schon bedanken. Bei weiteren Nachfragen stehe ich natürlich gern zur Verfügung. Auch meine Kollegin Claudia Kubister von den Bundesforsten, die das Projekt als zweite Projektleiterin betreut und sollte ich nicht erreichbar sein, meistens dann sofort mit Rat und Tat zur Seite steht. Ich weiß nicht, ich habe es sicher schon einige Male erwähnt während des Vortrags, gerne natürlich auch einen Blick auf die Projektwebsite werfen. Vieles sollte da auch schon beantwortet werden. Für alles, was offen ist, haben wir jetzt aber, glaube ich, auch noch einiges an Zeit zur Verfügung. Und genau, dann freue ich mich über etwaige Fragen. Ja, vielen Dank für den wirklich tollen Vortrag und einen Blick in die Schläfer. Es war für mich auch neu und wirklich viel Interessantes dabei. Vielen Dank. Ich steige gleich direkt ein, weil wir sind ja im Citizen Science Seminar. Wer sind denn eigentlich eure Citizen Scientists? Wer macht da bei euch mit und warum? Ich beantworte das Warum zuerst. Ich kann es nur vermuten, aber wenn es den meisten Citizen Scientists so geht wie mir, dann weil diese Art halt so oder diese Arten halt so charismatisch sind und weil man, glaube ich, eben es birgt dadurch, dass sie so selten sind, trotzdem diesen exotischen Touch von man sieht was Besonderes, man hat eine kleine zoologische Sensation und man kann halt auch auf doch im Prinzip relativ einfache Methodik denen dann auf die Spur kommen und entdeckt ein Geheimnis eben womöglich im eigenen Garten oder im Wald, wo man sonst immer spazieren geht, das einem sonst verborgen bleibt oder dass man von dem man überhaupt keine Ahnung gehabt hat. Und dieser Überraschungseffekt, glaube ich, ist sehr willkommen. Wir sind ja jetzt auch alle gerne draußen und so weiter. Und zum anderen, wer sind die? Citizen Scientist im Projekt, ganz ein breites Panoptikum unterschiedlichster Nutzerinnen. Also wir haben eingestiegen ist zum Beispiel ein junger Citizen Scientist, wir haben einen Kick-Off-Workshop gemacht und der hat dort seinen 11. Geburtstag gefeiert, weil er einfach ein Schläfer-Fan war und von dieser Veranstaltung erfahren hat. Im Haselmaus-Projekt zum Beispiel, wir haben pensionierte Universitätsangestellte, die gerne einfach noch ein bisschen im Forschungsbereich tätig sein möchten, aber halt auf Hobbybasis. Es gibt Schulklassen natürlich, die vielleicht einfach nur einmal im Rahmen von Projekttagen solche Spurentunnel bauen und die kontrollieren. Was uns sehr, sehr freut, ist, wir haben in diesem Projekt zum ersten Mal Meldungen von Landwirten und Landwirtinnen bekommen, die zum Beispiel gesagt haben, da bei der Wiesenbewirtschaftung, ich habe da gemäht und da war ein Baumschläfer. Hat uns auch total überrascht, wussten wir zum Beispiel nicht, dass das überhaupt passieren kann. Und eine Nutzergruppe, die wir jetzt gezielt ansprechen wollen im Projekt, sind Imkerinnen. Wir haben drei Meldungen von diesen verifizierten Baumschläfernachweisen aus Bienenstöcken. Ich weiß nicht, wie sie sich mit den Bienen arrangieren, aber es gibt offenbar eine Art Burgfrieden zwischen Baumschläfern und Bienen. Und deswegen haben wir uns auch vorgenommen, da ganz gezielt einmal nachzufragen, ob das denn noch öfter vorkommt, wenn da schon drei Zufallsfunde an uns herangetragen wurden. Okay, sehr interessant. Die Funde bei den Imkerinnen, waren die direkt in den Stöcken oder war das in den Hütten, wo die Stöcke aufgestellt sind? Also beschrieben wurde es mir so, dass es so mobile Bienenwegen gibt, die eben irgendwo hingeschoben werden, an den Rand von einer Waldweide zum Beispiel. Und dass es direkt beim Öffnen dieses Bienenkastens da irgendwo in einer Ecke, einer versteckten, dieser Baumschläfer ein Nest gebaut hat. Aha. Genau. Ich war auch sehr überrascht, weil du zuerst erzählt hast, wie so ein Nistkasten gestaltet sein soll, mit recht sporadisch und man soll irgendwie sich die Mühe geben beim Bauen. Und dann hast du uns die Funde präsentiert, die eigentlich doch eher luxuriös waren. Also. Das stimmt, das stimmt. Das ist ein bisschen ein Paradoxon. Das kann ich auch gar nicht auflösen. Also ich kann nur nochmal betonen, wir waren wirklich überrascht, was die Citizen Scientists zu Hause, also wie viele in Wohnungen
zu finden waren. Ja. Und haben die dort auch irgendwie genistet oder so? Oder waren die, haben sie die, Entschuldige, hörst du mich jetzt? Ja, jetzt geht's, ja. Haben die in diesen Unterkünften auch genistet oder haben sie sich dorthin eher verirrt? Und teilweise ja. Also es gab zum Beispiel Erzählungen von Baumschläfern, die ihre Nester, ihre Kugelnester wirklich hinter den Fensterläden gebaut haben oder zwischen so Doppelglasfenstern oder eben auch irgendwo hinter einer Verschalung, einer Holzverschalung in der Hütte. Das waren dann zugegebenermaßen eher die rustikaleren Ferienhütten und nicht die Chalets, aber ja, also wo einfach die Möglichkeit besteht, wo man eben Unterschlupf findet als kleines Tier. Ja, das leitet mich eigentlich gleich direkt zu meiner nächsten Frage. Du hast ja ganz am Anfang die Verbreitungskarte der Baumschläfer gezeigt, die ja sehr, sehr lückig war. Kann das eben daran liegen, dass man an den falschen Orten geschaut hat und bisher nicht Citizen Science eingesetzt hat und deswegen irgendwie eben sie nicht finden konnte? Davon gehe ich aus. Es ist, das muss man auch dazu sagen, nicht nur sind diese Fundmeldungen eben über 100 Jahre alt, die allermeisten, es wurde auch in der Zwischenzeit einfach nie danach gesucht. Also es gab keine Kartierung, ich finde es eben immer noch überraschend, dass eben so nette kleine Tierchen, ja, dass da nie irgendjemand schaut. Noch dazu sind es F2 davon FFH-Arten. Aber so war es. Also die wurden in vielen Bundesländern einfach niemals gesucht. Und auch die Meldungen, die wir haben, sind solche Meldungen, die eher anekdotische Natur haben, wie zum Beispiel, es ist einer in einer Regentonne ertrunken und der wurde dann gemeldet. Aber das waren eben Glücksfälle, systematische Kartierungen hat es einfach keine gegeben. Und eben, weil du auch ziemlich am Anfang erwähnt hast, die Betreuung ist sehr, sehr aufwendig. Du hast auch gesagt, eine Stunde Betreuung für eine Stunde Arbeit von Citizen Scientists. Das betrifft aber dann nur die Nistkästenbetreuung, oder? Genau. Weil, ich muss mich fragen, warum macht ihr das überhaupt, wenn das so genau. Genau, das betrifft diese Nistkastenbetreuung. Das war auch eine Erfahrung, die wir einfach gesammelt haben. Das wussten wir damals auch noch nicht, wie das sein wird. Ich muss auch dazu sagen, dass das jetzt gepoolt ist über das Gros der Citizen Scientists, die sich damals gemeldet haben im Haselmaus-Projekt. Es hat sich dann relativ schnell ein Stammpublikum unter den Citizen Scientists herauskristallisiert und die sind absolut jetzt sozusagen unsere Leuchttürme der Forschung, die machen nämlich, also die sind mittlerweile wahrscheinlich erfahrener als wir in vielen Feldern, die schauen, also es ist so ein kleiner Personenkreis, ungefähr 10 Personen sind das im Haselmaus-Projekt, die tatsächlich jeden Monat da nachschauen gehen und die Spitzendaten liefern. Und da ist dann natürlich der Betreuungsschlüssel viel geringer. Wir treffen uns zu gemeinsamen, wir machen solche genannte Schlafmaus-Stammtische, wo wir uns dann austauschen. Und das ist absolut ein Treffer auf Augenhöhe. Also da wird mit Expertinnen geplaudert, weil die eben wirklich dabei sind. Und das ist natürlich, ja, also da sowas kann man sich nur wünschen in einem Citizen Science-Projekt, so engagierte Leute. Es gibt aber natürlich auch den anderen Fall, dass sich Menschen einfach nur gemeldet haben, weil sie im Prinzip eine Gratis-Führung haben wollten. Die sind einmal mit mir in den Wald gegangen, haben sich diese Nistkastenstandorte zeigen lassen, haben dann alles sich erklären lassen, eine Haselmaus angeschaut, sich gefreut und dann sich nie wieder gemeldet. Das ist ein legitimer Wunsch, aber dafür bieten wir speziell jetzt Exkursionen an, wo wir gesagt haben, wir wollen diese Möglichkeit bieten, dass man auch einfach nur einmal einen Blick ins Projekt bekommt, wenn es einen interessiert, auch wenn man nicht länger mitmachen möchte. Aber genau, am Anfang war da halt die Bandbreite ziemlich groß zwischen einmal mitgehen und 10-mal im Jahr mitgehen und deswegen kommt diese Zahl eine Stunde zu eins ungefähr zustande. Okay, das heißt, man kann auch selbst Nistkästen bauen, bei sich aufhängen und euch dann auch melden. Ihr braucht es nicht von euren Bundesforsteflächen. Nein, also ich habe noch ein paar übrig. Also wer in der Nähe der Donauauen sich befindet, kann von mir noch welche bekommen. Es ist aber auch, also man muss sich eben, wenn überhaupt nicht an unsere richten. Wir haben einen Vorschlag, auch Lebensraumvorschlag auf der Website zum Download, wo man sich anschauen kann, welche Lebensräume sind denn vielversprechend.
ich habe heute eh schon einige Bilder gezeigt. Also man kann einfach selbstständig so einen bauen. Man muss ihn nicht einmal bauen, wenn man einen Vogelkasten hat. Man kann den Vogelkasten einfach umdrehen und dann eben zwei Leisten anschrauben und diese Leisten dann als Abstandhalter sozusagen zum Stamm hin anbringen. Wir sind nur so mittlerweile, wir wollen das Projekt nicht schließen gegenüber interessierten Personen, die eben wirklich so eine Nistkastenfläche betreuen wollen. Wenn es jemanden gibt, der so ein hohes Engagement zeigt und da mitmachen will, dann sehr, sehr gerne. Natürlich freuen wir uns da auch ein Baumschläferprojekt darüber. Wir haben nur gesagt, wir sind diesmal ein bisschen strenger, weil wir die Zeit einfach nicht haben, ehrlicherweise, dass wir diesen 1:1 Betreuungsaufwand leisten können immer. Und haben deswegen gesagt, wenn wir merken, dass Personen zum Beispiel schon einen Spurentunnel gebaut haben, wenn sie eine Kamerafalle vielleicht aufgehängt haben oder wenn sie einen Nistkasten gebaut haben und sich dann bei uns melden, dann ist für uns klar, dass das jemand ist, der engagiert ist. Und dann unterstützen wir natürlich gerne noch viel intensiver und nehmen diese Personen natürlich gerne ins Projektteam auf. Ansonsten haben wir sozusagen ein paar Schwellen eingebaut. Also wenn sich jetzt jemand bei uns meldet und noch gar nichts, noch nicht mitgemacht hat, dann bitten wir eben halt vielleicht einmal mit so einem Spurentunnel anzufangen. Ich glaube, es macht ja auch Spaß. Also das ist eher mal, dann sieht man auch einmal, ob es einem taugt und kann das einmal ausprobieren. Und dann schauen wir weiter. Und weil jetzt ganz viele Fragen im Chat auch waren zum Thema Nistkasten, wie soll der gestaltet sein? Wir haben Bauanleitungen auf eurer Website, aber es waren so konkrete Fragen auch dabei, wie hoch muss der aufgehängt werden, welchen Durchmesser muss das Eingangsloch haben, weil von Vogelnistkasten kennt man das ja, je nachdem wie groß der Durchmesser ist, ziehen andere Arten ein. Ist das bei den Schläfern auch so? Ist auch so. Wir haben die genauen Maße auf der Website. Man muss sich aber nicht an diese ganz genauen Maße halten. Also es ist, wie gesagt, jeder Nistkasten, im Prinzip jeder Holznistkasten eignet sich. Das Loch würde ich möglichst klein machen. Möglichst klein meine ich alles ab 2 cm Durchmesser. Kann man probieren. Wir wissen es nicht so genau, ob der Baumschläfer da irgendeine Vorliebe hat, sage ich auch ganz ehrlich. Dafür reichen unsere Nistkastendaten einfach nicht. Aber wir wissen aus anderen Studien, dass diese Schläfer, die können sich wirklich durch die schmalsten Spalten zwicken. Und es ist, je kleiner man es macht, desto unattraktiver für andere Arten. Deswegen ruhig ein bisschen enger machen. Und man kann es ja immer noch ein bisschen breiter dann bohren, wenn man merkt, da geht gar nichts rein. Ja, oder man baut einfach ein Chalet. Dann ziehen sie auch rein. Leider, bei mir kommt immer die Tonspur leider ein bisschen verzögert an. Entschuldige. Oder man baut einfach ein Chalet. Dann ja, oh, genau. Das ist Master-Level Baumschläferforschung, ein Kärntner Chalet-Dorf baut. Nein, das habe ich jetzt nicht ehrlich empfohlen. Daniel, hast du eine Frage? Ja, also ich glaube, ich möchte auch einige der Fragen aus dem Chat auch aufgreifen, weil neben den ganzen Fragen zu den Nistkästen gab es auch ganz viele andere Fragen. Also vielen Dank für die vielen verschiedenen Fragen. Aber eines möchte ich noch zu den Nistkästen, weil das vielleicht auch eine Frage ist, die wir noch nicht behandelt haben. Du hast vorhin erwähnt, man soll diese Nistkästen nicht einölen oder sonst irgendwelche Stoffe verwenden. Da war jetzt die Frage, darf zumindest außen Holzöl verwendet werden und wenn nicht, wie soll man diesen Nistkasten sonst gegen Regen schützen? Ja, man darf Leinöl verwenden. Mhm. Es muss aber nicht sein. Der Nistkasten ist insofern vor Regen geschützt, wenn man hochwertiges Holz nimmt, also zum Beispiel Lärchenholz oder zumindest irgendein harziges Nadelholz, dann halten die wirklich, also wir haben unsere seit 10 Jahren in Verwendung, die haben gar nichts drauf und die halten trotzdem gut. Da kann man vertrauen ins Holz. Also mit einer Spanplatte wird es nicht funktionieren, aber ja. Aber wir haben dieselbe Erfahrung gemacht. Ich habe vergessen zu erwähnen, dass unsere Nistkästen allesamt von sozialen Werkstätten gefertigt worden sind. Also wir haben da ganz viele tolle Partnerorganisationen, die überall in Österreich, von kleinen bis großen Werkstätten, die bauen.
Und das ist total witzig, immer in der Anbahnung, wie die leiden, dass sie so schiere Arbeit abgeben sollen. Aber es muss wirklich sein. Also man muss wirklich da einfach das aushalten, dass der Niskasten halt keinen Designpreis gewinnt. Super, ja. Also dann wär das diese Frage auch geklärt. Jetzt noch ein paar Fragen, die vielleicht auch zu den anderen Beteiligungsformen vielleicht auch ein bisschen passen. Also jetzt gerade, wenn man an Baumschläfer sieht, wie man den melden kann. Da sind einige Fragen, nämlich, ich glaube, du hast das im Vortrag auch ganz kurz erwähnt, sind die Fraßspuren an den Haselnüssen vielleicht artspezifisch, dass man so vielleicht einen indirekten Nachweis bringen kann? Oder kann man die Baumschläfer vielleicht auch am Kot erkennen? Gibt es da irgendwelche Charakteristika? Also die Ideen bei den ZuschauerInnen sind gehen ganz weit. Vielleicht kannst du da mal ganz kurz was dazu sagen. Also das ist super. Man kann, also diese Fraßspuren sind eine Methode, die wir ausprobieren wollen. Bei Haselmäusen geht das spitze. Und das ist für uns genauso. Also wir freuen uns auch im Baumschläferprojekt über Haselmausbeifang sozusagen. Also wenn wir Haselmausspuren gesendet bekommen, auch toll. Die zwei Arten haben sehr, sehr ähnliche Lebensraumansprüche, wie wir vermuten. Also wo die vorkommen könnten, kann der andere auch vorkommen, wo die eine vorkommt. Genau, also bitte gerne diese Fraßspuren senden. Wenn man es gibt eine Bestimmungshilfe für die Fraßspuren an Haselnüssen auf der Projektwebsite Blick ins Dickicht. Blickinsdickicht.at, da findet man das schon, das haben wir im Haselmaus-Projekt schon gemacht. Genau, und die zweite Frage zum Kot. Wahrscheinlich kann man durch eine DNA-Methode, also rein optisch ist es nicht so einfach, aber wir haben einen witzigen Effekt schon im Projekt festgestellt. Es gibt nämlich, ich habe gesagt, diese Nester, wir finden in den Nistkästen ja auch Nester und die können auch zur Bestimmung herangezogen werden. Und normalerweise ist es recht leicht, ein Haselmausnest zu erkennen, weil das eine schöne Kugelform hat und nach ihr riecht. Und Haselmäuse unglaublich saubere Nistkastenbewohner sind. Im Vergleich zu allen anderen Tieren, die sich sonst so einfinden, nutzen die das nie als Latrine, sondern peinlich berührt sind die Haselmäuse immer irgendwo, erledigen ja den Notduft irgendwo draußen. Und die Baumschläfer bauen ganz, ganz ähnliche Nester, dürften aber hier ein bisschen schmutziger in ihrer Lebensweise sein. Und deswegen ist für uns wirklich ein Hinweis, wenn Kot gefunden wird, also wenn man so ein Kugelnest findet in einem Nistkasten und es ist in der Kotbämmerl drinnen, dann wissen wir schon, dass das spannend ist. Also das ist dann für uns natürlich schon einmal gut, und man kann diesen Code auch theoretisch eben analysieren. Wir haben als Projektpartner oder sind assoziiert im Projekt mit dem Projekt ARBOL, Austrian Barcode of Life, wo die heimische Fauna durchsequenziert wird, und genau, wenn wir einen Todfund zum Beispiel machen, dann schicken wir den an ARBOL, damit dort dann DNA-Primer erstellt werden können und die Arten sequenziert werden können. Und in Folge dann besteht die Hoffnung, dass man dann eben auch schnell zum Beispiel Kotproben oder andere DNA-Proben analysieren kann. Aber noch sind wir bei so wenigen Todfunden, also muss ich da leider noch ein bisschen die Erwartungen bremsen. Eine andere sehr spannende Frage, die im Chat gekommen ist, ob man sich neben den Citizen Science, also neben diesen Mitforschmöglichkeiten, auch in anderen Bereichen im Projekt engagieren kann, wie zum Beispiel in der Öffentlichkeitsarbeit. Darüber haben wir ehrlich gesagt nicht nachgedacht und spontan würde ich sagen, gerne. es ist tatsächlich so, dass das Projekt ein bisschen auch Versuchscharakter hat für uns. Also wir sind jetzt seitens der Bundesforste, wir machen zwar Forschung, aber wir sind natürlich kein Forschungsinstitut wie eine Uni. Also wir haben da nicht diese Erfahrung, diese Reiche. Und gerade auch, was Wissenschaftsvermittlung betrifft, kommt das vielleicht ein bisschen zu kurz manchmal bei uns.
Und wenn da jemand großes Interesse hat, dann bitte bei mir Kontakt aufnehmen und vielleicht finden wir eine Möglichkeit. Sehr gut, vielen Dank. Also einfach an die Birgit schreiben. Die Kontakte sind ja online zu finden, auch auf Österreich forscht. Da ist das Projekt Baumschläfer auch gelistet. Kurz nochmal zu diesen 120 Citizen Science-Meldungen. Waren die alle aktuell oder waren da viele historische dabei, wo irgendjemand einmal in seinem Garten das ein Foto gemacht hat und euch dann einfach geschickt hat später? Die waren überraschend aktuell. Es gab zwar, ich glaube, ein oder zwei Meldungen, die 2 oder 3 Jahre alt waren, wo das genau so ein Fall war. Ich habe da einmal einen gesehen beim Spazierengehen und habe den fotografiert, wo das irgendwie ein Tothund im Wald war und wo die Person damals nicht wusste, was es ist und sich dann erinnert hat. Aber ansonsten waren die irrsinnig aktuell. Und das ist vielleicht auch ein bisschen anknüpfend an die vorige Frage zur Öffentlichkeitsarbeit, eine absolute Lesson learned in dem Projekt ist, wie wichtig Pressearbeit ist, weil diese 120 Meldungen ungefähr zu 3/4 direkt in der Sogwirkung der Presseaussendung kamen. Also mittlerweile trudelt so eine Meldung im Monat ungefähr ein. Das möchte ich nicht schmälern. Es ist trotzdem, sind diese Meldungen, also jetzt über das Jahr verteilt, mehr als in den letzten 100 Jahren zusammengekommen ist. Also wir sind eh schon, das ist für uns wirklich schon ein toller Datenschatz und jede Meldung zählt. Aber wir haben wirklich gemerkt, was da passieren kann. Die kamen innerhalb einer Woche mehr oder weniger zusammen. Und wir sind uns auch nicht ganz sicher, ob die Pressearbeit nicht sogar in der Verbreitungskarte Einfluss gefunden hat, weil das Fernsehen, das Regionalfernsehen in Kärnten 2 Beiträge gebracht hat in den Vorabendnachrichten. Die gab es in den anderen Bundesländern nicht und da war das wirklich zu einer ganz guten Sendezeit offenbar, kam das 2-mal und vielleicht sind die vielen, vielen Kärntner Meldungen dem auch geschuldet, dass das Presseecho so groß war. Und wir würden das gerne versuchen auszugleichen, also das ist noch eine Aufgabe fürs heutige Jahr, dass wir noch ein bisschen mehr gezieltere Presseaktionen in anderen Bundesländern machen, ganz speziell im Osten, weil wir im Osten bis jetzt keinen einzigen Nachweis bekommen haben. Also Oberösterreich, Niederösterreich, Wien, okay, und das Burgenland sind bis jetzt tabula rasa. Und da fürchten wir ein bisschen, dass es dort wirklich um die Art schon schlecht bestellt ist. Also dass wir gar nichts finden, weder auf den Niskästen-Standorten noch die Citizen Scientists, noch eben irgendwelche historischen Meldungen reinkommen. Und die letzten Meldungen sind 200 Jahre alt. Aber der Lebensraum wäre da, die Chancen bestehen. Vielleicht müssen wir einfach noch ein bisschen Werbung machen. Ja, vielen Dank. Noch eine abschließende Frage meinerseits. Die Ergebnisse aus eurem Projekt, also wo Baumschläfer zu finden sind, fließen die dann auch direkt in eure Waldbewirtschaftung bei den Bundesforstflächen ein? Das Ziel ist tatsächlich, wir würden gern, wir haben eben diese angesprochene Habitaterhebung auch gemacht. Wir müssen uns jetzt was überlegen, wie wir zu Habitatdaten rund um diese NISCAS, um diese Citizen Science Funde kommen. Weil das halt eben so viel bessere Daten sind, als unsere NIST-Kästen bis jetzt zutage gebracht haben. Und aber das ursprüngliche sozusagen Planungsziel ist, diese Habitatvariablen zu verschneiden mit unseren Funden, dann wirklich abzuleiten, was brauchen die? Und da geht es um solche Parameter, zum Beispiel wie Strukturvielfalt im Wald, Totholzanteil, welche Form der Bewirtschaftung findet dort statt auf diesem Waldort oder fand dort statt, was ist da passiert, wie schaut der Waldrand aus, wie dicht ist der Bestand, welche Pflanzenarten kommen dort vor, also so ganz, ganz, ganz viele verschiedene Merkmale und die werden recht genau aufgenommen bei jeder Kontrolle von diesen Diskkästen und da hätten wir uns halt gewünscht, ein möglichst gutes Bild zu bekommen, womit man denn den Baumschläfer fördern kann. Beispiel überall dort, wo im Waldrand vielleicht Haselnuss zu finden ist, gibt es Baumschläfervorkommen.
zum Beispiel. Und daraus, also sozusagen mit diesem Anforderungskatalog setzen wir uns zusammen in einer großen Runde mit vielen Kollegen aus der Forstwirtschaft und Kolleginnen und diskutieren, was man forstwirtschaftlich machen kann, um genau diese Situation zu erzeugen. Also versuchen sozusagen das Vokabular anzupassen zwischen dem Artenschutz und der Forstwirtschaft und das für beide Seiten verständlich auszuformulieren. Und dann wirklich eine direkte Handlungsanleitung. Also es soll wirklich ein Praxisleitfaden dann daraus werden, wo wir dann sagen, bei einer Bewirtschaftung, zum Beispiel, es gibt eine Einzelbaumentnahme oder es gibt hier eine Waldrandpflege oder es gibt eine Pflanzung oder was auch immer. Was wäre denn sozusagen die präferierte Variante von mehreren Möglichkeiten? Und das wollen wir dann eben auch verschriftlichen. Also da soll es dann wirklich so eine Broschüre geben. Und aufgrund des Projekts und wie sich das Projekt jetzt gestaltet hat, haben wir gesagt, wir nehmen die Gärten auf jeden Fall mit. Also da kommt eben auch was für die Gärten, solche Pflanzlisten für die Hecke oder wie man eine Hecke artenreich gestalten kann und Ähnliches. Ja, vielen Dank für die Diskussion. Dir, Birgit, vielen Dank für die Fragen. Liebe Zuhörerinnen, vielen Dank für diese spannende Diskussion. Tut uns wahnsinnig leid, dass wir nicht wirklich alle Fragen beantworten konnten. Und ja, das war es jetzt eigentlich schon. Das war der letzte Vortrag in diesem Sommersemester. Das heißt, die nächsten Vorträge gibt es dann wieder ab Oktober. Die Informationen dazu finden Sie natürlich dann auf Österreich forscht. An die Studierenden auch nochmal die Bitte, sich in Bocolan in die Teilnehmendenliste einzutragen, falls das noch nicht geschehen ist. Und auch nochmal die Erinnerung an die Seminararbeit. Also wenn Sie eine Note brauchen für diese Lehrveranstaltung, dann bitte eine Seminararbeit zu einem der Vortragsthemen schreiben und diese dann bis 30.06. in Bocolan hochladen. Die Infos finden Sie dort natürlich auch, wie genau die Seminararbeit gestaltet sein muss. Oder Sie schreiben meinem Kollegen Florian Heigl oder mir noch eine E-Mail, wenn Sie irgendwo unsicher sein sollten. Ja, und generell an alle die Empfehlung, wenn Sie natürlich mehr über Citizen Science erfahren möchten, dann legen wir Ihnen die Plattform Österreich forscht ans Herz, wo Sie ganz viele Projekte kennenlernen können und finden können und natürlich auch noch weitere Informationen zum Baumschläfer. In den nächsten Tagen werden wir wieder dieses Video auf YouTube hochladen. Vielen herzlichen Dank und ja, einen schönen Sommer an alle.